wir sind jetzt schon einige Tage hier in Penang und haben ein echt tolles Airbnb. Wir sind hier bei einem Pärchen untergekommen mit schönem Pool im 23. Stock mit Blick über das Meer, richtig toll. Hier mit Grill haben wir natürlich auch schon benutzt, haben auch hier gearbeitet. Wirklich ein ganz schöner Außenbereich, immer schön luftig, immer schön windig, richtig toll. Und wir arbeiten hier die letzten Tage jetzt relativ viel. Und heute wollen wir in den Butterfly Park fahren. Ich zeige euch jetzt noch Martinas Arbeitsplatz. Martina ist heute ganz fleißig. Sie sitzt hier mit einem relativ schönen Ausblick, würde ich sagen. Oder Martina, wie ist der Ausblick? Ausgezeichnet in den Laptop. Und ja, das hier ist der Ausblick von Martinas Büro. Und jetzt geht's dann gleich in den Butterfly Park. Bis später. Hallo aus Georgetown. Hallo aus Penang. Hey Georgetown. Georgetown. Wie versprochen, geht's heute in den Butterfly Park. Es hat sich jetzt um 2 Tage verschoben, weil es immer wieder geregnet hat. Aber heute packen wir es an. Heute geht's mit dem Grab zum Butterfly Park. Genau. Der Butterfly Park heißt Enokia, ist nicht nur ein Butterfly Park, sondern quasi auch ein Insekten- und Spinnentiere-Zoo. Ich bin gespannt, welche Tiere wir dort sehen werden. Er liegt ein gutes Stück außerhalb, obwohl wir... Und welche du hast zum Essen gibt? Ich hoffe, dass es auch leckere Tiere zum Essen gibt. Ja. Es liegt ein gutes Stück außerhalb. Also wir sind jetzt schon irgendwie 20 Minuten bei starkem Verkehr oder bei gutem Verkehr von der Stadt weg. Und es sind wohl noch mal gute 20 Minuten weiter. Also rechnet Fahrzeit ein, das Grab ist jetzt auch nicht ganz billig. So, nach ungefähr 20 Minuten Fahrt, waren jetzt 11 Kilometer, sind wir angekommen. Das schaut schon cool aus. Grün bewachsen mit Fahnen. Das ist ein richtig grünes Gebäude von außen. Bin gespannt, was drinnen ist. Ich liebe allein schon hier das Außengefahren. Hammer. Martina kauft gerade die Karten. Die kosten übrigens pro Person 65 Ringgit. Wenn man Malai ist, gibt es die schon für 49 Ringgit. Also man hat immer als Tourist ein paar Euro mehr zu zahlen. Aber das ist in Ordnung. Und jetzt freuen wir uns drauf. Kann man das natürlich auch super mit Kreditkarte zahlen und alles. Funktioniert ja einwandfrei. Man geht hier rein durch diese etwas unscheinbare Rezeptionshalle und dann kommt ja dieser Vorhang. Und was ist hinter diesem Vorhang? Also es ist zu erahnen. Schmetterlinge. Ganz viele Schmetterlinge. Das ist ein geschlossenes Gebäude. Wahnsinn. Und ganz viele Schmetterlinge. Viel mehr als in Kuala Lumpur in den Schmetterlingsgarten. Jetzt schauen wir mal, was wir hier so entdecken. Ne? Hier ist so eine kleine Übersichtskarte. Wie groß das ist, also es ist ein relativ großer Bereich mit verschiedenen Schmetterlinge, Terrarien. Aber schauen wir mal, wir sind jetzt genau hier. Und jetzt starten wir mal los durch die Mystery Cave. Hier sind einige Frösche ausgestellt. Es gibt auch einen Frosch, der gefällt mir vom Namen am besten. Das ist der Pac-Man-Frosch, der sitzt da hinten, das gelbe Ding. Schaut aus wie eine dicke, gemeine Kröte. Martina fotografiert fleißig Frösche und wir schauen jetzt mal an, was es hier so gibt. Frösche sind nicht niedlich. Da sitzt er, der Frosch. Denkt sich, Idioten. Hier ist auch noch eine Schlange, die im Baum rumhängt. Da sieht sie eine Spinne. Das ist eine Gammaspinne von Fea. Die sind super nett, richtig freundliche Vogelspinne. Mit denen habe ich nämlich mal gearbeitet. Wir hatten zwei, die waren handzahm. Echt coole Tiere. Da hinten ist eine riesige, so eine Weberspinne mit tollen Netzen. Das Problem ist, die hat ein offenes Terrarium, das heißt, ja, die können hier überall rumkrabbeln. Glaswand zu Ende. Spinne da hinten. Seht ihr die XXL-Spinne? Ich bin jetzt kein Spinnenschisser, aber die ist mir zu groß, die mag ich nicht. Und ich fasse jetzt hier die Wände lieber nicht mehr an. Also wenn man hier so durch diesen Schmetterlingspark durchgeht, das ist wirklich sehr schön. Immer wieder fliegen irgendwelche Schmetterlinge vorbei, so wie die beiden hier. Ja. Umso weiter, dass man hochkommt, umso mehr Schmetterlinge sind hier, ja. Man sieht sie hier, überall flattert's. Schöne Pflanzen, ganz sauber, ganz aufgeräumt. Richtig toll hier. Ist wirklich toll und ist so wie es für mich ausschaut, ist das auch regenfest. Also man kann, glaube ich, hier auch herkommen, wenn es regnet. Und ja, schaut mal her, wie viele Schmetterlinge hier sind. Genial, oder? Es sind auch noch einige Echsen und Geckos hier. Hier oben sitzt einer, ich weiß nicht, ob man sieht. Ein schönes grünes Tier. Man muss immer die ganzen Gehege ziemlich genau begutachten, bis man endlich was findet. Aber hier habe ich zum Beispiel eine ganz schöne gefunden. Ich weiß nicht, seht ihr die? Auf dem Ast sitzt sie und schaut mich an und denkt sich so, du Spinner mit deiner Kamera.
Ist echt toll eingerichtet hier. Und immer entdeckt man irgendwas Neues. Und die Schmetterlinge fliegen überall rum. Für alle, die keine Spinnen mögen, sollte auf dieses Schild achten. Und man sollte ein bisschen gedückt gehen, wenn man ein bisschen größer ist, weil da hängt eine XXL-Spinne. Die ist echt riesig. Hier meine Hand im Vergleich, die ist genauso groß wie meine Hand. Uah. Martina, hast du Angst? Solange ich sie sehe, nicht. Ah, da hängt noch eine. Das ist quasi ein Spinnengehege. Da gehen wir jetzt schnell durch, nicht bewegen. Es gibt auch keinen Weg außen rum, zumal ich es gesehen habe. Genau. Ihr müsst durch. Das ist also quasi die beste Übung gegen Spinnen, die man hier haben kann. Einfach durchgehen. Ach, gleich haben wir es geschafft. Ach, ja, geschafft. Ich möchte an dieser Stelle bitte Sonja und Josef grüßen. Leute, ich bin durchgekommen. Yes! Ich habe gerade drei Schildkröten gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die Alligator Snapping Turtle. Also die Alligator Schnappschildkröte. Hier sind sie. Die können dir einfach mal die Hände und Arme und Finger abbeißen, ja, einfach mit ihren Kiefern. Die schauen echt böse aus. Ah, man sieht es kaum wegen dem Schatten, aber glaubt mir, das sind nicht so nette Zeitgenossen, wenn die beißen. Kennt ihr das, wenn man sich fragt, warum man auf einmal 9 Terabyte an Daten hat nach nicht mal 15 Monaten Weltreise? Dann fällt mir wieder ein, ich habe Martina dabei, die jetzt seit 2 Stunden hier durch den Schmetterlingspark hetzt und Fotos macht. Wir werden so viele Schmetterlingsbilder haben. Und so viel Speicherdaten oder Speicher benötigen, aber wir haben schöne Schmetterlingsbilder. Ich bin gespannt, wie lange es noch dauert. Der hier, der ist immer ganz wild beim Fressen. Das ist so der Ritter unter den Schmetterlingen. Ohne Rülpsen und Furzen geht hier gar nichts, ne? Nachdem man dann einmal durch den Park gegangen ist, also im Außenbereich, gibt es jetzt ja auch noch Indoor-Ausstellung. Martina fotografiert mich gerade. Sag mal was, Martina. Ja, erinnere mich irgendwie an Disney World. Nur günstiger, ne? Und man muss nirgends anstehen. Es ist echt nicht viel los hier. Also es sind vielleicht so 40, 50 Leute hier. Man kann den Park wirklich gemütlich angucken. Aber es ist auch Freitag. Früher Nachmittag. Es ist noch sehr früh. Nein, wir fahren keine Achterbahn mehr. Genau, hier fluoresziert alles. Ich bin ganz blau. Wir sind jetzt gerade im Paradies für alle Psychedelic-Fans. Hier ist das sogenannte LSD-Tunnel. Das ist echt ziemlich derb hier. Wird man schon so deppert. Nachdem man den Trip überstanden hat, gibt es jetzt hier ganz viele Informationen zu den Schmetterlingen, den ganzen Stadien, die Larvenstadien. Kann man sich hier alles angucken. Das ist quasi so eine Bildungsausstellung, wo man wirklich alles Mögliche nochmal erfahren kann. Über die Butterflies, ne? Hier sieht man die ganzen Puppen, die dann langsam schlüpfen und dann freigelassen werden. Schon cool, wenn man das alles so sieht. Jetzt haben wir den Entopia Park angeguckt. Wir waren jetzt knapp 2,5 Stunden da. Das ist auch wohl laut Google der Durchschnitt. In der Zeit kann man schön durchgehen und sich schön alles anschauen. Der Park eignet sich erstaunlich gut, wenn man kleine Kinder dabei hat, weil der gesamte hintere Teil sind so Kinderspiele und so. Was wir jetzt auch noch gelernt haben da drin ist, dass die hier die Schmetterlinge züchten. Also das Ganze gehört sowohl zu einem Unternehmen, das kommerziell Schmetterlinge in die ganze Welt exportiert, so als wenn die sich verpuppen, dann werden sie einfach verschickt. Damit werden andere Zoos zum Beispiel beliefert oder andere Parks. Okay, ich finde die Anlage sehr liebevoll gemacht. Die meisten Gehege sind sehr schön. Es ist echt spannend, hier durchzugehen. Der hintere Teil ist jetzt als Erwachsener vielleicht nicht ganz so spannend, aber der Schmetterlingsgarten ist auf jeden Fall ganz toll und auch viele der anderen Insekten und Tiere hätte ich jetzt so wahrscheinlich nirgendwo sonst jemals gesehen.